Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, meine lieben Freunde, ich möchte euch heute etwas für die lieben Kleinen zu Hause vorstellen, oder besser gesagt für die ganz, ganz Kleinen, und zwar einen Lauflernwagen von der Firma Gai Toys. Der wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, die Firma Gai. Ich hoffe übrigens, ich spreche den Namen richtig aus. Wenn nicht, man möge es mir verzeihen, hat mir auf Instagram eine Nachricht geschrieben und hat mich gefragt, ob ich nicht etwas von ihrem Spielzeugsortiment auf meinem Kanal vorstellen möchte. Und ich habe mir diesen Lauflernwagen rausgesucht. Warum? Ganz einfach, liebe Freunde. Mein zweiter Sohn ist jetzt knapp 3 Monate alt und in wenigen Monaten wird er viel Spaß mit diesem Lauflernwagen haben. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Wir werden uns das Ganze heute zusammen anschauen. Ich werde das Ganze gleich mal auspacken, muss noch ein bisschen was zusammenbauen und dann werde ich euch aber den Lauflernwagen mal komplett zeigen mit allen Funktionen. Der Lauflernwagen, liebe Freunde, ist übrigens unten in der Videobeschreibung verlinkt. Bis zum 31.07. gibt es 20% auf den Lauflernwagen. Also falls ihr euch auch einen gönnen wollt für euren Sohn oder eure Tochter, dann findet ihr den Link dazu hier unten in der Videobeschreibung. Gut, so viel dazu. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Unboxing. Vorab, liebe Freunde, muss ich aber noch etwas zum Karton sagen. Und da muss ich wirklich sagen, Freunde, das ist wirklich sehr gut gemacht, also wirklich sehr bunt gestaltet, sieht wirklich sehr hochwertig aus mit diesen ganzen bunten Motiven hier drauf. Und was natürlich auch richtig cool gemacht ist mit diesen Glanzelementen hier ringsherum, also diese ganzen Figuren hier ringsherum als Glanzelemente. Also wirklich sehr schön gemacht. Gut, liebe Freunde, da werde ich das Ganze mal direkt auspacken und dann, wie gesagt, werde ich im Anschluss das Ganze auch gleich mal zusammenbauen. Vorab werde ich euch auch erstmal alles zeigen, was in dieser großen Kiste enthalten ist. So, als erstes haben wir hier eine Bedienungsanleitung. Dann haben wir hier ein Seitenrad. Noch ein Seitenrad, also die beiden Räder muss ich dann noch dran bauen. Und hier haben wir den eigentlichen Lauflernwagen. So sieht das Ganze aus. Wie gesagt, ich werde das Ganze mal ganz kurz für euch alles zusammenbauen und dann werden wir uns das zusammen anschauen. Bis gleich! So, Freunde, da bin ich wieder. Ich habe das Ganze jetzt mal zusammengebaut. Also ich habe jetzt erstmal die Stützräder hier angebracht. Das war ganz einfach. Man musste nur 2 Schrauben lösen, konnte dann die Stützräder reinstecken und mit den Schrauben befestigen. Der Lauflernwagen besteht aus komplett ABS-Kunststoff, also ein besonders abriebfester Kunststoff, gerade wegen Mikroplastik und sowas, und wird natürlich besonders für Spielzeug verwendet. Dann ist das Ganze noch BPA-frei und wir haben so einen hellgrünen Laufwagen hier. Die Elemente sind so dunkelgrün gestaltet und hier vorne sieht man jetzt die unterschiedlichen Spielelemente. Ich zeige euch erstmal ganz kurz die Rückseite des Lernlaufwagens, denn hier hinten hat man so ein Fach zum Sachen verstauen. Da ist nicht viel Platz drin, also ein bisschen was. Und hier ist auch das Batteriefach. Denn der Lauflernwagen kommt mit Musik. Hier oben hat man so einen Einschalter. Und zwar einmal also leise und laut. Ich mache jetzt mal in dem Fall leise. Hier oben können die Kleinen draufdrücken und dann unterschiedliche Musik abspielen lassen. Ich drücke jetzt einfach mal drauf. Dazu leuchtet das Ganze noch blau auf und hier gibt es natürlich unterschiedliche Melodien. Genau. So. Wenn man dann es aushaben möchte, drückt man einfach ganz lange drauf und dann geht der Ton wieder aus. Wie gesagt, man kann das Ganze auch ganz laut stellen, aber ich finde, ehrlich gesagt, das ist ziemlich laut. Ich kann es mal ganz kurz anmachen. Achtung. Also das finde ich ziemlich laut, also dann so mittlere Lautstärke ist schon ganz okay. Gut, dann würde ich sagen, Freunde, schauen wir uns mal die einzelnen Spielelemente an dem Lauflernwagen an. Und was ich richtig cool finde, in der Gebrauchsanweisung ist das Ganze auch nochmal aufgeführt. Das Ganze gibt es in Englisch und in Deutsch.
Und da haben wir hier in der Gebrauchsanweisung alles nochmal aufgelistet, was jetzt die einzelnen Spielelemente sind. Ich fange jetzt einfach mal hier oben mit diesem Dreieck an. Ein Stern und ein Herz gibt es davon noch. Das sind so drei Formen, die dann euer Kleiner oder eure Kleine dann dementsprechend hier zuordnen muss, hier reinstecken muss. Und hier ist so ein kleiner Knopf. Und wenn euer Kleiner oder eure Kleine dann die Form hier in die richtige Form reintut, dann ertönt Musik. Das machen wir doch mal glatt. Okay, dann das Dreieck und dann das Herz. So, also das ist schon mal sehr cool gemacht. Hier unten hat man dann so Zahnräder, die kann euer Kleiner oder eure Kleine drehen. Und da ertönt natürlich auch Musik. Klingt wie so ein bisschen wie so DJ-Pult. Das Ganze kann man hier natürlich auch so drehen mit dem Finger. Und das Ganze natürlich auch mit Licht, das sieht man jetzt aber eher schlecht, also hier leuchtet es im Hintergrund so ein rotes Licht auf. Ja, hier an der Seite hat man jetzt noch so ein bisschen was zum Drehen, so ein, wie wird das hier bezeichnet, als Blätter. Kann man also in beide Richtungen drehen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt hier so eine Kugel mit kleinen Kugeln drin zum Spielen, also was dann auch so ein Geräusch erzeugt. Und hier unten in dem Fach, liebe Freunde, haben wir drei große Kugeln drin und das Ganze kann man hier oben reinstecken. Ich mach das mal. Nee, gut, okay. Also einmal die blaue Kugel hier oben einfach rein und da ertönt natürlich auch Musik. Dann hier die rosane. Und noch die gelbe. Okay. Dann haben wir hier zusätzlich jetzt noch an der Seite sowas zum Hochschieben, so eine Biene, die hier zur Blume fliegt, auch mit so einem Geräusch. Also wirklich jede Menge so akustische Geräusche für euer Baby zum Hören. Hier an der Seite haben wir noch so eine Motorikschleife mit so ein paar Kugeln. Das kennt man so vom Kinderarzt oder wenn man es auch zu Hause hat, solche Motorikschleifen mit diesen Kugeln. Also wirklich sehr cool gemacht. Ich muss allerdings sagen, das wirkt allerdings sehr klumpig, also sehr groß. Aber ich denke mal, das wird dann schon passend von der Größe her. Also ich denke mal, mit 10 Monaten, also ab 10 Monaten ist das ja ganz empfohlen, wenn die Kleine anfangen, so langsam ihre ersten Schritte zu gehen, wird das dann schon von der Größe hinhauen. Ach so, und was es hier noch gibt, das hätte ich jetzt fast vergessen. Und zwar an den Rädern kann man einstellen, ob die Räder rollen sollen oder ob die halt eben steif bleiben sollen oder nicht so gut rollen können. Also dass euer Kleiner dann nicht ganz so schnell damit fahren kann. Dann rollen die nicht so gut und dann kann man das Ganze hier wieder dann umstellen und dann rollen die wieder richtig gut. Also so eine kleine Sicherheit nochmal. Ja, genau. Fach hatte ich euch hinten gezeigt und somit, liebe Freunde, sind wir schon wieder am Ende. Wie gesagt, ist auch nochmal alles hier ausführlich in der Beschreibung aufgelistet, welches Spielzeug was macht. Also meistens ertönen hier irgendwelche Melodien oder Songs. Also wirklich sehr cool gemacht und sieht doch wirklich sehr schön aus. Also muss ich sagen, wirklich sehr schön gestaltet. Gut, liebe Freunde, das war's mit dem Unboxing zu dem Lauflernwagen von Gair. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir an dieser Stelle auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare oder vielleicht sogar eure Erfahrungen mit solchen Lauflernwagen. Wie gesagt, mein zweiter Sohn wird sich dann bestimmt sehr freuen in einigen Monaten, wenn er damit hier seine ersten Schritte bei uns in der Wohnung fährt. Freue ich mich schon drauf. Ja, ansonsten, liebe Freunde, war es das soweit. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Link zum Produkt, wie gesagt, gibt es unten in der Videobeschreibung und ihr bekommt bis zum 31.07. 20% Rabatt. Gut, das war's. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.